Ich glaube, ich sehe doppelt. Ach nee, ihr seid ja Zwillinge. Ihr seid Hanna und Leni, stimmt's? Moment, ihr habt doch heute Geburtstag. Ja, ihr werdet doch 6 Jahre alt. Oh, ich gratuliere euch recht herzlich. Happy Birthday zu euch. Happy Birthday zu euch. Happy Birthday, Hanna und Leni. Happy Birthday zu euch. Ich bin Kinderzauberer und ich zeige euch jetzt nur zu eurem Geburtstag einen Trick. Habt ihr Lust darauf? Ja, dann kommt mit. So, jetzt kann's losgehen. Ich brauche zum Zaubern brauche ich einen Zauber. Ach, ich bin so vergesslich. Ich bin wirklich so vergesslich. Ich habe heute Morgen sogar, aber das darfst du niemandem verraten, meine Haare zu Hause vergessen. Oh Mann. Okay, aber was brauche ich denn? Ah, einen Zauberstab. Jawohl, einen Zauberstab. Ah, ich weiß, wo ich einen Zauberstab habe. So. Jetzt kann's losgehen. Jetzt können wir zaubern. Und was? Ah, was ist das denn? Das ist gar kein Zauberstab, oder? Naja. Moment. Ich hab's. Gleich hab ich's. Augenblick. So. Ah, jetzt hab ich's. Okay. Jetzt können wir anfangen zu zaubern. Und jetzt bin ich bereit. Und wir können. Was? Ah, auch kein Zauberstab. Ein Mikrofon. Oh, ein Mikrofon. Da kann ich ja was. Aua! Oh, ups. Das ist auch nicht so das Richtige. Ich guck nochmal nach. Was habe ich denn hier noch? Jetzt können wir anfangen zu zaubern. Ich habe meinen Zauberstab dabei und es kann endlich losgehen. Es ist eine Zahnbürste? Nein, die kann ich leider auch nicht gebrauchen. Moment, kurz. So, ja, jetzt. Jetzt kann es endlich losgehen. Kinderzauberschuh mit Marc. Nur für... Was? Was? Da! Oh, eine Wurst! Was soll ich denn mit einer Wurst? Kann ich auch nicht gebrauchen. Oh Mann. Jetzt habe ich nur noch... Oh, einen Stift. Was soll ich denn mit dem... Naja gut, mit dem Stift. Mit dem Stift können wir vielleicht zaubern. Ja, pass mal auf, ich brauche mal... Ich greife mal eben durch den Bildschirm hinter dein Ohr. Nicht erschrecken, tut auch nicht weh. Ich greife nochmal ganz kurz hinter dein Ohr. So, genau, so. So, und jetzt habe ich hier einen roten Pokerchip. Das ist super. Ein roter Pokerchip. Andererseits, eigentlich bräuchten wir eher einen blauen Pokerchip. Könntest du mir helfen, dass wir den blau zaubern? Ja, da brauchen wir einen guten Zauberspruch. Kennst du einen? Der ist gut, aber ich habe auch einen, der geht so, Ritz, Ratz, rubbel die Katz. Und wenn wir das sagen, dann funktioniert es garantiert. Bist du bereit? Okay, hilfst du mir? Bei 3. 1, 2, 3. Ritz, Ratz, rubbel die Katz. Jawohl. Und schon ist aus dem roten ein blauer Pokerchip geworden. Das ist total super, denn den brauchen wir jetzt auch. Wo habe ich denn eigentlich meinen Zauberstab? Achso, hier ist er. Genau. So, jetzt nehmen wir den blauen Pokerchip. Kommt hier in die Hand. Ich mach die Hand zu und du hilfst mir jetzt, den Pokerchip wegzuzaubern. Wollen wir es mal probieren? Okay, pass auf. Ich zähle bis 3, ganz langsam bis 3 und du zählst mit und dann lassen wir den Pokerchip verschwinden. Bist du bereit? Okay. 1, 2. Hä? Wo ist mein Zauberstab hin? Hä? Wo ist mein Zauberstab? Hallo? Hat jemand meinen Zauberstab gesehen? Was? Hinter dem Rohr? Ach, du meinst hinter meinem Ohr? Da meinst du? Ach, da ist er ja. Eieiei. Und ich dachte schon, du meintest, der wäre da hinten hinterm Rohr. Okay, aber jetzt ist los, ja. Okay, nochmal. 1, 2, 3. Dreimal pusten. Ritz, Ratz, rubbel die Katz und der Pokerchip ist verschwunden. Das hast du super gemacht, du hast mir toll geholfen. Vielleicht kannst du mir aber noch etwas helfen. Ich wollte dir mal was zeigen. Ich habe ein Lieblingsbuch. Ach, hier ist es. Guck mal, das ist mein Lieblingsbuch. Und in diesem Buch, da habe ich, das ist ein Bilderbuch.
Das ist ein Bilderbuch. Und da habe ich schon mal die Bilder, die da drin sind, ausgemalt. Und ich wollte dich mal fragen, wie du die findest. Ne? Okay, guck mal, guck dir die mal an. Die sind total toll. Hä? Hallo? Wo sind denn meine Bilder? Hä? Die sind weg. Oh nein. Kannst du mir helfen, die da wieder reinzuzaubern? Ja. Okay, wir machen das folgendermaßen. Mal, mal so schwarze Striche vor dich in die Luft. Mal, mal schwarze Striche. Genau. Immer wieder mal, mal, mal schwarze Striche. Und jetzt schmeißt du die hoch in so eine Wolke. Und jetzt schmeißt du die in eine Wolke. Und jetzt pustest du die durch den Fernseher ganz dolle in mein Buch rein. Hol tief Luft und... Und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert hat. Ich bin ja wirklich gespannt, ob das geklappt hat. Wow, 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 wow. Und hey, super! Du hast es geschafft. Du hast meine Bilder wieder ins Buch reingemalt. Hey, aber mal richtig einen Applaus für dich selber. Super! Gut gemacht, Mensch. Und sag mal, kannst du mir dir auch helfen, wieder auszumalen? Ja? Top, okay. Pass auf, wir machen das dann so. Guck mal, an deiner Kleidung, da hast du doch verschiedene Farben. An deinem Pulli und an deiner Hose. Rubbel die ganzen Farben mal ab, die du so hast, ja? Und rubbel auch ruhig mal bei Mami und Papi an der Kleidung rum. Ganz genau, oder die können ja auch mal mitmachen, ne? Genau, rubbelt mal alle eure Kleidung so ein bisschen die Farben ab, genau. Und dann schmeißt ihr die Farben mal alle in die Luft und pustet sie wieder durch euren Fernseher in mein Buch rein. Und jetzt geht's los. Oh, ich glaube, da ist was angekommen. Wollen wir mal nachgucken? Halt, wir müssen erst noch mischen wegen der Mischfarben. Okay, ich glaube, das langt. Wollen wir mal schauen, ob es funktioniert hat? Ich bin mal gespannt. Hey! Super, du hast die Bilder ausgemalt! Oh, toll! Hey, Applaus für dich selber, Riesenapplaus! Ich hoffe, dir hat es ein bisschen gefallen. Und ja, da ich ja deinen Applaus leider nicht hören kann, könntest du mir vielleicht anders applaudieren. Ich bin bei Facebook als Kinderzaubershow mit Marc. Und wenn dir das gefallen hat, dann klick doch einfach auf Gefällt mir. Und vielleicht lässt du mir auch einen kleinen Text da, wie dir das Video gefallen hat und so weiter. Alles klar. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Geburtstag. Und mach's gut. Tschüss.